Ja moin, ihr Zuckerschnuten. Ich habe mal wieder ein weiteres Logikloch in Kaylas Video entdeckt. Also ich habe schon länger entdeckt, aber es war halt wieder Thema in Rezos Reaction auf mein Video. Und ich habe jetzt von einem meiner großartigen Zuschauer den eindeutigen Beweis bekommen, dass die Story, die Kayla uns da wieder auftischt, Bullshit ist. Wir erinnern uns, ein großer Punkt, um die Sache etwas dramatischer erscheinen zu lassen, von Kayla war ja, dass nicht ihr Alter kontrolliert wurde. Tja, liebe Kayla, da gibt's nur leider ein Problem. Die Tickets von Rammstein sind personalisiert und ich lese einfach mal vor, was mir hier ein Zuschauer geschrieben hat. Und es ist gar nicht möglich, auf ein Konzert als Minderjähriger zu kommen, ohne dass du deinen Personalausweis vorweisen musst. Also, schauen wir mal hier. Hallo Maximilian, vielen Dank für deine ausführliche Antwort auf Rezo und seinen seltsamen Kumpel. Hörst du das Salami? Du bist der seltsame Kumpel. Zur Alterskontrolle bei Rammstein-Konzerten kann ich dir nach 3 Besuchen in den letzten Jahren sagen, dass alle Karten personalisiert sind, um Schwarzhandel zu unterbinden und man bei der Eintrittskontrolle seinen Personalausweis vorlegen muss, der genau geprüft wird. Darum ist eine erneute Prüfung zur Aftershow-Party überflüssig, da ja nur ausgesuchte Leute Zutritt haben und deren Alter vorher bekannt ist. Bei meinem letzten Konzert in Düsseldorf im letzten Jahr war meine Tochter 20 Jahre dabei, die viel jünger aussieht und ihr Ausweis wurde noch genauer geprüft. Unter Jugendschutz zu den Konzerten ist zu lesen, bitte beachten, dass Kinder unter 6 Jahren kein Zutritt zu Veranstaltungsgelände gewährt wird, auch nicht in Begleitung einer personenberechtigten oder erziehungsberechtigten Person. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personenberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person im Konzert teilnehmen. Hiervon ist die Erziehungsbeauftragte bla 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 vollständig auszuführen und beim Konzert bei sich zu tragen. Ich habe vor circa 3 Wochen Rezo mit einer freundlichen E-Mail auf die 3 Videos mit anderen Aussagen zum Konzert in Vilnius hingewiesen. Natürlich kam keine Reaktion. Ja, okay, gut, aber das ist ja nur eine E-Mail. Das kann mir ja jeder schreiben, höre ich schon meine Kritiker sagen. Deswegen, so, hier, Rammstein, ihr seht es, bla bla bla. Um allen einen schönen Konzertabend und einen reibungslosen Einlass zu gewähren, bitten wir darum, die unten aufgeführten Punkte genau zu lesen und zu beachten. Personalisierte Tickets. Alle Tickets wurden personalisiert verkauft. Das heißt, alle Tickets müssen den Namen des Sternchen der jeweiligen Ticketinhaber Sternchen innen aufweisen. Eine Neupersonalisierung oder Weitergabe des Tickets ist über den Eventtime-Account des Sternchen der Ticketverkäuferin bis 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung über den Verkaufsbutton in der Bestellung möglich. Das macht doch den Lesefuß richtig gut. Das macht doch richtig Spaß. Ja, es geht noch weiter mit vielen Sternchen und vielen Blablabla Gender-Gaga. Gott sei Dank habe ich mein Ticket nicht über Eventtime gekauft. Ich boykottiere jedes Unternehmen, das mich mit so einer Scheiße nervt. Und die Emotionen haben sich da auch hochgeschaukelt. Verdammt nochmal! Ist jetzt nicht mehr ganz so dramatisch, liebe Kayla, die Story mit dem Alter, ne? Wenn man weiß, dass einfach alle, die auf dem Gelände sind, 18 sein müssen oder in Begleitung ihrer Eltern gekommen sein müssen. Ich will es mir jetzt ja auch nicht verkaufen, dass die Mutter dann ihre Tochter beim Backstage-Bereich abgegeben hat und gesagt hat, so, viel Spaß, meine Kleine, wir sehen uns dann, nachdem du mit Till auf dem Hotel gewesen bist, ne? Ja, okay, Leute, naja, und an ihr nicht vergessen und drückt mir die Glocke. Bis dann.